Machen wir es halt so. Achtung, vor dem Spielen lesen. Bei einer kleinen Gruppe von. Ja, epileptische Anfälle, das ist klar. Kommt zurück. Dingsbums. Merlins Umhang. So, Graf Wallner von Halotri. Machen wir hier mal weiter. Ja, ich habe mir mal gedacht, machen wir hier mal weiter. Ich nehme nebenher noch auf. Das bedeutet, wir können hier, ich kann hier endlich weitermachen. Sie sind zurück. Und sogar in Ja. einem Stück. Natürlich. Warte mal, mit den Alten muss ich Es sprechen, ne? ist schön, Sie wiederzusehen. Ja, Rockwood. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Warum ist die helle Gut. menschliche Stimme Kann so es weitergehen? robotermäßig? Aber das habe ich schon die ganze Zeit. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Die Vorgeschichte werdet ihr erfahren, wenn ihr das Let's Play dazu guckt. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall Das ist ist es echt Zeit für schwer eine tatsächlich. Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Na, hallo Mutti. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Ihr seid fucking Gemälde. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja. Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Dann könnte auf der Sagen Sie Switch natürlich Bescheid, noch sollten Sie in der Dingsbums zocken. Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Die Rookwoods Arenenleiterburgen von den Aktivitäten erfahren. N64-Titeln Sehr Pokémon gern, Stadium und Professor. Pokémon Stadium 2. Sprich mit Professor Fick. Hey, Professor Ja, ich Fick! weiß. Ich Zeig soll mir meine deinen Dick. Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung reinsetzen. Und grafisch schon echt schön. Dafür, dass das die PlayStation macht. Ja, aber keine 120 Hertz. Gut, mehr als 60 kann ich eh nicht aufnehmen und übertragen. Nee, ich kann das nicht. Auftrag abgeschlossen. Charles Rockwoods Prüfung. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch alles? Pflanze und ernte Flussgras. Finde, sprich mit Imelda Reyes. Alle Homora. Ja, da muss ich die Monde finden. Das ist wieder so eine ewige. So eine Suchquest.
Mutti erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Aha. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Auch noch. Regardium Leviosa. Lumos. So, die Monde muss ich finden. Warte mal, wo finde ich denn die Monde? So, ich könnte natürlich, ja doch, um Hogwarts zu erkunden, könnten wir natürlich gucken, dass wir vielleicht Hä? Es war hier. Du bist hier. Klasse. Ah, Sebastian. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Der ist ein Slytherin, dieser Lümmel. Hier entlang. Ja, dann will ich dir mal folgen. Warum bin ich der Einzige, der aussieht wie so ein Babbo? Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, das stimmt. Eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Ah, diese Nervensäge. Lumos. Depart. So. Damit habe ich jetzt seinen Tripper kuriert. Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Also, die Schwester von Sebastian Sallow oder Swallow. Swallow. Oh mein Gott. Ist an einem
so einen komischen, unverzeihlichen Fluch verflucht worden und hat jetzt sehr Schmerzen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du dementsprechend nicht herausfinden, was hier passiert ist? Will er seine Tante Schwester Noctua natürlich hatte retten. Gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Er hat so komische Augen. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Excelliarmus! Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Confrito! Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören muss. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Immer. Das waren die Tiere, das war für unterwegs. Das war Fighten. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Lumos. Kein Kommentar. Ich lasse einfach mein Stäbchen leuchten. Gut. Das hört sich so falsch an. Eine verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielsichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben, er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die wir überwinden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Sasi so. Halt dies. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Pasel. Ich bin ein Paselmund. Ah. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Paselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Paselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Naja, Harry Potter kann das ja auch. Ich habe gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Wenn wir meine Talente angucken. So. Dunklen Künste. Haupttalente habe ich gemeistert. Schleichen nicht so viel. Raum der Wünsche muss ich auch überlegen, ob ich da was investieren soll, aber ja, das passt hier eigentlich ganz gut. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Reveal. Vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Confringo! Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung.
Auch. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Lumos. Da muss es irgendwas geben. Also einfach so. Ah, Sichel und die Schlange. Das müsste es sein. Das verbessert unsere Lage nicht. Was? Du klingst überrascht. Wir sind in einem Labyrinth von Salazar Slytherin. Ich probier's mal andersrum. Aber mehr gibt's halt auch nicht, ne? Oh, jetzt, ja, okay. Es gibt einmal das mit dem Halbkreis und einmal mit dem ganzen Kreis. Aber, oh, das mit der Schlange ist echt mies. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Lumos. Gute Arbeit. Revelio. So, gibt's hier noch irgendwo ein? Ich würde gerne hier relativ alles mitnehmen. So, lass mal. Ups. Lumos. Irgendein Stier und das Bügeleisen. Irgend so ein komischer Stier und das Bügeleisen. Irgend so ein komischer Stier. Salazar Slytherin hat ein Skriptorium tief im Innern von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren der Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahren, fühle mich dort wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden, hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es schaffen. Dieser Tagebucheintrag. Noch ein Tor. Slytherin trägt wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Ja, was wollte ich wissen? Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Lumos. Beeindruckend. Gut gemacht. Kohle, 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 Kohle. Ich weiß nicht, was ein Hufflepuff hier zu suchen hat. Ich habe jetzt zwei geöffnet. Leviosa, Rebellion, Lumos. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meine Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Lumos. Das bedeutet, ich muss halt nur noch eine Tür finden. Revelio. Lumos. So, das sprich, wenn ich hier durchkomme. Lass mich mal überlegen, wie machen wir das am besten? Das ist Fisch und so ein Dreieck, ne?
Fisch und dieses komische Dreieckssymbol. Das muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite eingeben. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte da Geschehnisse über unsere Hausgründe entdecken. Salazar Slytherin führte uns für groß, hatte für uns große größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. So, ich habe also eine bessere Brille. Verteidigung, aber weniger Offensive. Ich sehe so hässlich aus. Oh mein Gott, ich sehe aus wie so ein Kanarienvogel, ey. Das gefällt mir nicht. Rivelio. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Lumos. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Ja, ich weiß doch, wo es lang geht. Jetzt lass mich doch erstmal hier alles in Ruhe angucken. Mein Herr Gesangsverein. So. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Jede Scheibe ist kniffliger als die letzte. Aber nein. Wir haben es so weit geschafft. Gib nicht auf. Ich habe einfach nur weniger Zeit. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Lumos. Sesam. Ich habe kurz vor Weihnachten, als ich nicht so viel gestreamt habe, obwohl ich eigentlich Zeit hatte, habe ich die ganzen Harry Potter Filme geguckt. Gibt, glaube ich, nur 7 ich Stück. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zu reden, müssen wir weitermachen. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Crucio. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Crucio. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarteter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hier eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, mir wäre nicht im Streit auseinandergegangen. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Kadabra, Kadabra, Crucio. Ja, ich befürchte. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatusfluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich sehe so hässlich aus. Ich rede mit ihm. Mit dieser Brille. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden.
Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ach, ich habe da keine... Ich habe da keine Probleme. Was machen wir jetzt? Omenis will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Also ich will ihn schon lernen, aber er muss ihn an mir ausführen. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Oh wei. Ich meine, wir könnten ihn auf ihn wirken, aber das wäre echt assi. Bereit? Ja, bereit. Sind das einmalige Schmerzen oder sind das dauerhaft? Schmerz. Er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Das ist beides ziemlich geil, ne? Schaden, das brauche ich. Das ist Entwaffnen. Ist ja an sich nicht das Problem. Sebastian, Omenis. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Der hat ganz schön die Hosen voll. Der gute. Ich weiß gar nicht, wie viele Tränke man maximal haben kann, sonst hätte ich im Raum der Wünsche noch ein bisschen braunen sollen. Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Omenis nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Sand, das mal auch mal. Also wenn man die Filme guckt, sieht... Nicht so viel. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit sieht man geschafft. Halt nicht so viel von diesen verschiedenen Häusern. Hier im Spiel ist es cool. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Also von Slytherin merkst du eigentlich nur, dass es die Arschlöcher sind. Und hier geht's eigentlich.
Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin in Zwietracht. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von ihr fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihren Kammern im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemand erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Jetzt wissen wir, wie der Basilisken reinkam, warum er sogenannte Schlammblüte angreift. Revelio. Handbuchseiten von Hogwarts 25. Nice. Oh wei. Also wenn wir jetzt hier gleich einen Basilisken bekämpfen müssen, dann... Macht's gut, Jungs. Tschüss. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Nicht schlecht. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke.